Herzlich willkommen im Kinski. Das Auktionshaus auf der Freiung kommt zu Ihnen. Und wir wandern gemeinsam mit der Kirchgeherin von Werner Berg in ihrer farbintensiven Zurückgenommenheit, in ihrer Kargheit, in dieser Reduktion Werner Bergs, die so holzschnittartig das, was ihn umgibt, was er liebt und was er sieht, festhält. Werner Berg, der ursprünglich aus Deutschland, aus Eberfeld stammte und sich mit seiner Frau, mit seiner Familie ganz bewusst im Grenzgebiet zwischen Kärnten und Slowenien, ganz am südlichen Rand des Bundesgebietes ansiedelte, er, promovierter Handelswissenschaftler, wie auch seine Ehefrau, beide beschließen, ein bäuerliches Leben zu leben und erwerben den Rutharhof. Nach langer Suche ein Gehöft, das ganz einsam gelegen dieser Familie ermöglicht, etwas zu tun, was weit der Zeit voraus ist, quasi als Aussteiger und Künstler ein Leben zu organisieren. Es sind die Menschen in diesem Grenzgebiet, die in ihrer Sprachgegebenheit, in diesem Kulturraum und Umfeld seine ganze Wertschätzung erfahren. Werner Berg, der die Realität abbildet und zeigt, so wie er sie wahrnimmt. Ein Künstler, der beispielsweise verweigerte, mit dem Auto zu fahren, der das Fahrrad und das Zu-Fuß-Gehen als eine Möglichkeit erachtete, das, was ihn umgibt, tatsächlich aufzunehmen und malerisch umzusetzen. Es ist diese selbstbewusste, in sich gekehrte Frau, die mit den Armen in den Hüften zu sehen ist, am Weg in die Kirche, in ihrer Bescheidenheit und gleichzeitig in ihrem Selbstbewusstsein. Einem Menschenschlag angehörend, wie Werner Berg ins Treffen führt, der ganz frei von einem sich darstellen müssen, selbstbewusst und bei sich seiend von ihm erlebt wird und so geschätzt wird. Werner Berg, ein durchlässiger, hochsensibler Künstler, der sich positionierte, das Werk, das nach dem Zweiten Weltkrieg 1961 gemalt ist, entsteht in einer Phase der unglaublichen Produktivität. Aber Jahre zuvor, während des Zweiten Weltkriegs, wird Werner Berg als entartet verfemter Künstler gegen das Regime kämpfen müssen. Er wird von der Reichskunstkammer mit einem Mal- und Berufsverbot belegt. Es sind tiefe Traumata, die dieser Künstler erleidet und durchleidet, aber er wird sich immer wieder freistrampeln und sein ganz eigenständiges und individuelles, ungewöhnliches Œuvre in dieser abstrakten Klarheit weiterentwickeln. Erleben Sie die Aura der Farbintensität in der Darstellung dieser Kirchgängerin hier im Kinski.